Mensch, der stark für Inspiration steht und andere geistige Dinge, Motivation und Leidenschaft, Liebe, Begeisterung, solche Begriffe, das war schon immer so, es war schon immer mein Ziel, Leute zu be begeistern und zu inspirieren, neue Wege aufzuzeigen. Und ich wollte einfach nur kurz erzählen, was wir vorhaben in Ungarn oder nicht, also allgemein ist egal, wo das halt wäre, kann auch Portugal sein oder sonst was, wo man halt hinziehen will, aber was für uns eine Rolle spielt, wie wir leben wollen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Haus haben, in Lehmstrohbauweise, also wir wollen da auch sehr gerne ein eigenes Haus noch bauen, auf dem Grundstück oder wo auch immer, auch in Lehmstrohbauweise oder andere, also Strohballenhaus zum Beispiel, also andere ökologische Alternativen. Wir wollen einfach ökologisch bleiben. Und ja, wir haben uns dann halt ein paar Gedanken darüber gemacht, was wir einfach, also wir wollen Leute einfach nur dazu bringen, zu machen, wozu sie Lust haben und einfach die Gedanken freien Lauf zu lassen. Und gleichzeitig, da ist es halt auch nicht nötig, dann die Umwelt dafür zu schädigen oder sehr zu schädigen. Ich hatte mir da jetzt auch noch nicht, also bin da noch zu keinem Schluss gekommen, aber ein paar Sachen kann ich halt schon mal erzählen. Das sind so ein paar Brainstorming-Ideen, auf die eigentlich auch jeder selbst kommen kann. Sowas wie, also wir wollen entweder keine Möbel haben oder wenig. Und die kann man halt aus Holz oder Stein fertigen oder ja, so also Nicole sitzt sowieso meistens auf dem Boden oder auf einer Matte, also benutzt keine Stühle, benutze ich gerade für den Rechner halt. Ansonsten sitze ich auch oder liege ich auch gerne halt auf einer Matte, auf einer einfachen Matte, wie das in Asien auch der Fall ist, ja, ein Sitzkissen und zum Schlafen eine Matte, also traditionell zumindest in China, glaube ich. Ja, man könnte zum Beispiel für so Fasern, also wie kann ich das? Ich versuche mal so exakte Begriffe zu finden, aber es ist eigentlich gar nicht notwendig. Also ich rede jetzt eigentlich mal, wie ich eigentlich rede und wie so meine Gedanken laufen. Mit Fasern meine ich jetzt sowas wie Baumwolle oder andere Naturfasern, um Klamotten zu machen, aber auch andere Dinge herzustellen. Liegeteppich, Sitzteppich, Yogamatte, irgendwie sowas. Da könnte man Baumwolle selbst anbauen halt. Die kann man sich auch auf der Fensterbank ziehen. Natürlich nicht in der großen Menge. Aber immer erstmal ein bisschen herumexperimentieren. Und man könnte das mit so einer kleinen Handspindel. Da haben wir auch hier, weiß ich überhaupt nicht, was hier ist. Ist auf jeden Fall sehr klein. Vielleicht Gehör, ich weiß nicht, ob ihr das ausmalen könnt. Auf jeden Fall sehr klein, so eine Handspindel. Damit könnte man so ein bisschen ja, einen Garn spinnen und es weiterverarbeiten. Man kann auch industriellen Hanf anbauen. Da hätte ich sehr Lust drauf, weil es ein sehr schönes Material ist. Wo man übrigens auch Bio-Diesel herstellen kann daraus. Und auch ein ganzes Auto von Henry Ford 1946 ungefähr gebaut wurde und diese Hanfplastikplatten zehnmal schlagresistenter sein sollen als Stahl bei Autos und dann einfach mit Hanf Treibstoff fährt. Sowas finde ich genial, solche Ideen. Hanf ist halt sehr unkompliziert, industrieller Hanf. Und Klamotten vielleicht aus Hanffasern oder Brennnesselfasern. Also wir wollen einfach so mit der Natur in Einklang leben, aus der Natur Dinge sammeln, aus dem Wald, Pilze sammeln, Samen sehen, Kartoffelsamen oder andere, ich sag mal in Anführungszeichen, Nutzpflanzen. Und ja, das dann einfach nutzen, weiterverarbeiten, aber jetzt ohne jetzt auch wieder diese Pflanzen komplett ja, auszubeuten, sag ich mal, wie das in konventioneller Anbauweise gemacht wird. Wir wollen auch kein konventionelles Gemüse. Acker oder
Gemüsebeet oder Acker. Wir wollen erstmal ein bisschen experimentieren und gucken. Aber es dauert halt auch so ein bisschen Zeit. Also momentan kaufen wir halt auch Kartoffeln beim Türken hier für 1 Euro für 5 Kilo. Das entwickelt sich dann einfach mit der Zeit. Dann wollen wir zum Beispiel als Lichtalternative, also wir wollen keinen Strom, keinen fließenden Strom haben und kein fließendes Wasser. Vielleicht so ein Waschbecken ohne Abfluss oder mit Abfluss, keine Ahnung, auf jeden Fall nichts Kompliziertes, schön einfach halten, damit wir dann mehr Zeit haben für Dinge, die uns wichtiger sind und man auch nicht so viel Arbeit und Stress mit den ganzen Dingen hat, das in Stand zu halten, vielleicht zu reparieren. Also für uns ist das unnötiger Luxus, für uns ist das übertrieben, also für uns persönlich. Und für Lichtquellen wollen wir Öllampen selber basteln, die kann man in wenigen Minuten selber basteln. Kann man zum Beispiel halt alte Schraubgläser nehmen und dann ein Stück Messingrohr zum Beispiel in den Deckel reindrücken und dann doch durchziehen, einfach aus ein paar Zentimeter Baumwolltuch, aus ein altes Baumwollt-T-Shirt zum Beispiel, das doch verwenden, günstiges Rapsöl rein oder anderes Pflanzenöl, anziehen und fertig. Oder halt vorhandene Öllampen benutzen, die dann hinhängen oder sonstiges. Und vielleicht das Pflanzenöl sogar selber herstellen, wenn auf dem Grundstück jetzt eventuell viele Nussbäume sind. Es gibt auch Baumrinde oder sowas, also von speziellen Bäumen, wo man Öl gewinnen kann. Da kann man sich halt mit allen beschäftigen, sind jetzt erstmal nur so erste Brainstorm-Gedanken. Man kann halt alles Mögliche anbauen, um aus den Samen, also aus dem Samenöl, Ölsamen, Ölsamen, Öl zu gewinnen zum Beispiel. Oliven wird auch gehen, jetzt nicht in Ungarn unbedingt vom Klima her, aber jetzt in Portugal vielleicht. Da sind öfters Grundstücke, wo dann einfach hunderte Olivenbäume rumstehen und die nicht mehr für den Markt geeignet sind aufgrund von gewissen dummen Verordnungen, wo man die dann einfach nutzen kann, die sonst einfach nur zum Faulen. Ansonsten kann man halt auch erstmal, wie gesagt, günstig regionales Öl selber sich besorgen. Rapsöl, das wird auch in Deutschland ja viel angebaut. Sonnenblumenöl. Ja, also bevor halt Petroleum benutzt wurde für Öllampen, wurde auch ja, auf Pflanzen zurückgegriffen, anstatt auf fossile Öle. Und ja, das finde ich eigentlich sehr cool. Also Kerzen wollen wir nicht haben, auch nicht aus ja, pflanzlichen Stoffen, weil wir davon Kopfschmerzen kriegen. Das ist für das Raumklima und die Gesundheit für uns nicht so optimal. Ja, und dann könnte man, also was wir auch sehr gerne machen wollen, mit Edelsteinen arbeiten, Edelsteine aufstellen, auch zum Beispiel einen Trinkbecher mit Edelsteinen versetzen, wird auch im Mittelalter so gemacht, nicht aus Schmuckkunden, vielleicht auch nebenbei, aber will halt eine gewisse Wirkung haben. Zum Beispiel der Amethyst, der ist auch das Wort schon Methyl und A. A heißt ja, eigentlich alles nicht mehr, eigentlich von, ne? Also auf jeden Fall so das Gegenteil von Methyl, also Methyl, damit meint man halt Alkohol. Und das wirkt halt der alkoholischen Wirkung entgegen. Deswegen haben Priester im Mittelalter aus Kelchen mit Amethysten getrunken, weil halt sonst so schnell besoffen wurden. Angeblich. Ja, solche Sachen halt. Und andere Edelsteine haben dann wieder andere Wirkungen. Deswegen waren die Kelche im Mittelalter dann rundum besetzt mit verschiedenen Edelsteinen, hat mir Nicole erzählt. Das finde ich extrem interessant und man könnte natürlich dann auch eine Öllampe kombinieren, in ein Edelsteingefäß reinpacken. Also verschiedene Arten mit Steinen arbeiten, das finde ich sehr cool. Da gibt es auch in Ungarn Edelsteinvorkommen und so Steinbrüche. Gibt auch extra Seiten, wo beschrieben wird, ob Steinbrüche auf der ganzen Welt einfach zugänglich sind und man da selbst privat Edelsteine abbauen kann, also halt nicht legal unbedingt. Ja. Oder vielleicht so ein, ich weiß nicht, selber kann man sich glaube ich nicht so einen eigenen Steinbruchstollen irgendwo hinzimmern, im Wald oder so, keine Ahnung. Fete finde ich Steinbrüche sehr cool. Und dann selber Geschirr herstellen aus Ton,
Ton selber brennen, dafür in einem Ofen basteln. Eine halt einfache Schüssel herstellen, das nicht übertrieben ist. Räucherwerk, also wir haben halt so ein bisschen Brainstorming gemacht, das macht mich voll auf momentan. Räucherwerk hat in der Vergangenheit viel hergestellt. Das Baumharzen und ja, dann sowas wie Lavendel oder alles Mögliche, was aus der Natur einfach kommt, Orangenschalen, ich weiß es nicht, ich habe da mich damit jetzt noch nicht beschäftigt, das ist eher eine Nicole-Schiene momentan, ich finde es aber extrem interessant. Das sind halt alles so Hexenzeuge, ja, ich war Hexenwerkzeuge. Und dann, man kann damit halt mit Rauch oder sowas auch einen Raum reinigen, energetisch, aber auch nicht mehr energetisch. Ja, das selber herstellen, vielleicht auch dann verschenken oder tauschen, verkaufen, wie auch immer, in einem kleinen Lädchen oder online. Keine Ahnung, auf jeden Fall wollen wir halt Material aus der Natur nehmen und dadurch, davon dann Dinge herstellen. Das macht uns am meisten Spaß. Einfach diesen direkten Kontakt, die Verbundenheit zur Natur und nicht einfach in irgendeiner Industriehalle oder irgendwas Sinnloses herstellen, das eigentlich immer dekadent ist und sonstig ist. Metallschmuck, Nicole ist ja wie gesagt Gold- und Silberschmiedin und macht auch sehr gerne Schmuck, unter anderem auch Metallschmuck. Hätte ich auch Bock drauf, das mal zu lernen und zu machen. Wäre natürlich, wenn man das eigene Eisenerz irgendwie hätte, aber das irgendwie zu Eisen zu brennen, könnte ein bisschen aufwendig sein, keine Ahnung. Müsste einfach mal gucken. Ansonsten aus. Einfach recyceln, upcyceln aus Schrott, der schon da ist. Ja, so einen Brennofen vielleicht anschaffen. Einen kleinen Hammer, glaube ich, auch. Aber am besten halt, wäre halt einer, ja, einen eigenen Ofen halt bauen, damit nicht wieder elektrischer Strom eine Rolle spielt. Einfach mal gucken, das ist alles Brainstorming, wie gesagt. Im Garten irgendwelche Steinfindlinge hinpacken oder einen Baumstamm, wo man es draufsetzen kann, anstatt dass man da einen Baumstamm erstmal zerhackt und irgendwie eine Bank draufbaut, kann man sich auch auf den Baumstamm selber setzen. Ich habe manchmal auch so Äste, wo man sich, also größere, wo man sich auch anlegen kann, wie auch immer, vielleicht einfach bearbeiten, damit das komfortabler wird ein bisschen, aber jetzt nicht so eine herkömmliche Bank darauf zu machen, macht mir jetzt nicht so einen Sinn. Finde ich auch nicht so schön. Vielleicht gibt es auch irgendwo Quellwasser, was man findet, ansonsten ist Brunnenwasser ein Kompromiss. Brunnen sind da traditionell an jedem Haus. Waschmittel aus Kastanien oder Efeu oder Kartoffelschalen herstellen. Man kann sehr viele Obstschalen weiterverwenden für viele Dinge. Also es ist echt unglaublich, was man alles machen kann und es kommt halt alles dann direkt aus dem eigenen Garten oder aus dem benachbarten Wald und da kann man halt Sachen sehen auch und ernten, dann Abfälle wiederverwerten und so weiter, Trockenprobe hinstellen, damit dann wieder irgendwie dünnen oder so, vielleicht ist das auch gar nicht notwendig. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich allgemein nicht so ein Freund von dünnen, außer, ja, das sollte eigentlich so ein natürlicher Kreislauf sein, ohne dass der Mensch jetzt irgendwie eingreifen müsste. Zum Beispiel die Bäume, dessen Blätter die abfallen, das wird dann auch wieder zu einem eigenen Dünger für die Bäume. Solche Kreisläufe meine ich. Wenn wir dann irgendwas in den Wald pflanzen, kann es auch sein, dass sie dann dadurch auch automatisch gedüngt werden. Ja, das finde ich eigentlich viel cooler als selber irgendwie. Ja, das müsste von alleine laufen, damit man sich mehr mit Dingen beschäftigen kann. Also, ich würde mich sehr gerne mit beschäftigen, Musik zu machen, zum Beispiel, vielleicht auch Let's Plays zu machen. Sachen, die in meiner Ansicht eher geistiger Natur sind. Aber auch trainieren würde ich sehr gerne, wobei, ja, Training ist für mich halt auch sehr viel geistig. Ja, Yoga zum Beispiel ist ja auch sehr viel geistig, obwohl es auch körperliche Komponenten hat. Macht jetzt auch nicht unbedingt so Unterschiede, kann man halten, wie man will, ob man einen Unterschied macht oder nicht. Das bleibt einem selbst überlassen. Destillation von ätherischen Ölen. Alchemie allgemein, Alchemie fand ich als kleines Kind schon sehr interessant, also extrem, was mich immer extrem hingezogen hat, immer irgendwie rumgepanscht, und wusste natürlich als Kind nicht, was man machen sollte, und die Eltern, Großeltern könnten mir da auch nicht weiterhelfen. Da könnte man zum Beispiel halt ätherische Öle sehr einfach selbst herstellen und das wieder nutzen für weitere Produkte. Einfach so eine
Ich habe so Hexenbücher einfach. Das ist ja cool. Irgendwelche Tinkturen und Salben auch herstellen, die auf Nachwiesenmaßen eine heilende Wirkung haben. Verschiedenen Belangen und dann nicht diese ja, konventionell und chemisch hergestellte Stoffe. Also man kann natürlich Alchemie auch als eine Form von Chemie sehen, aber für mich ist das halt naturverbundenes Alchemie. Und da zieht es mich hin zur heutigen klassischen Chemie eher weniger. Ich könnte natürlich dann auch was sagen, dass ich da einfach dann primitiver bin, in den Hinsichten bin ich immer auch gerne halt. Tarot, dafür interessiere ich mich voll sehr stark, und Runen, Kristallkugeln, also dieses ganze, wie gesagt, Hexen- und Zigeuner-Zeugs. Sachen selber designen und zeichnen, gestalten, sowas interessiert uns. Tonstudio vielleicht hin, das wäre sehr, sehr cool. Nicole spielt extrem gut Geige. Flöte war das, glaube ich, auch. Ansonsten habe ich noch nie Menschen, also ich habe nie Menschen begegnet, der so krass perfekt singen kann wie Nicole. Also echt nicht vielleicht eine rosa-rote Brille der Liebe irgendwie aufhat, habe ich zwar auch, aber ist echt richtig krass, meiner Meinung nach. Da will sie halt auch Sachen mitmachen. Ich hätte auch Bock, irgendwie Trompete oder ein ähnliches Blasinstrument zu spielen, E-Gitarre. E-Gitarre spielt, ich habe Nicole auch mal gespielt. Dann halt Schlagzeug ist halt mein Hauptinstrument. Fotografie, Filmografie oder Film. Und Technik weiß ich noch nicht, inwiefern ich das einbetten werde. Das muss man alles einfach sehen mit der Zeit. Man kann ja nicht alles auf einmal machen, sich nur Gedanken machen, sondern wir gehen jetzt einfach die nächsten Schritte. Wir sind halt bald in Ungarn, um uns Grundstücke anzugucken. Kommen dann hoffentlich mit dem unterschriebenen Vertrag zurück. Planen dann alles weitere. Werden die Wohnung hier in Berlin übrigens eventuell, also wenn das klappt, untervermieten an den Freund, der auch Wohnung haben möchte gerne. Und dann hätten wir ja auch noch quasi den Vertrag, und vielleicht ergibt sich dann vom Universum irgendwas, dass man irgendwann wieder zurückkommt. Oder zumindest, wenn man Wochenende oder sowas in Berlin ist, könnte man dann hier übernachten. Zum Beispiel, also man hat dann auf jeden Fall noch einen Fuß in der Tür sozusagen in Berlin oder Deutschland allgemein. Ich habe auch, also ich mag auch sehr gerne sowas wie Elektrotechnik, muss ich schon sagen. Und Computer sind halt eines meiner krassesten Hobbys schon immer gewesen. Seit ich 11 bin, habe ich meinen ersten Computer zusammen gebaut. Und dann muss ich auch mal gucken, inwiefern ich daran wieder weitermachen werde. Und was ich mir auch vorstellen könnte, wäre ein Elektro-Klapp-Moped. Mit so einem Kilowatt Batterie oder so. Und damit dann irgendwie, ach, ich weiß es eigentlich. Fangen wir mit dem Fahrrad erstmal an. Besen selber herstellen. Reisigbesen, was kommt oder so. Ein Naturpool in den Gartenzimmern, also. Das sind halt als Ideen Yoga-Raum, wenn man auch Yoga-Retreats und Fast-Retreats und kombinierte Retreats halt anbieten kann. Und den Dachboden zum Beispiel ausbauen, im Erdkeller, um Gemüse und ja, Gemüse, Kartoffeln zum Beispiel zu lagern, was dann den ganzen Winter hält, wie im Mittelalter. Auch so ein Erdkühlschrank zum Beispiel. Dann brauchen wir auch keinen Elektrokühlschrank. Steinofen, irgendwas halt in Keramik zu brennen, aber auch in Brot und Pizza vielleicht zu backen. Eine Schwarzschmiede wäre ganz geil. Also ich stehe schon sehr auf Eisen, auf Kupfer, Messing und Bronze als Metalle, also diese relativ einfachen Metalle, also zumindest aus meiner Vorstellung heraus einfach. Jeder hat ja einen anderen Blickwinkel. Damit halt irgendwas machen, das finde ich auch ganz cool. Einfach mit Essen experimentieren. Ja, einfach seinen Spaß haben. Wenn viel mit Pflanzen oder so auch machen, Zimmerpflanzen denke ich nicht mehr, aus ethischen Gründen. Das wäre sie nämlich aus ihren Erdflechten
herausreißen, einfach so hinstellen, aber es könnte sich natürlich auch ähnlich verhalten wie bei Haustieren, die es dann teilweise besser haben können beim Menschen. Muss ich vielleicht noch drüber nachdenken, drüber meditieren, recherchieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die halt vorhanden sind, die nehmen wir mit, die Pflanzen, die Zimmerpflanzen. Und ansonsten wachsen halt vor der Haustür dann die Pflanzen und ja, das ist schon irgendwie. Edelsteine haben ja auch eine Energie, die den Raum verändern, halten, schützen oder wie auch immer heilen wirken. Ich weiß nicht, ob man auch sowas wie Papier selber herstellen kann. Bambus. Wollte ich dann jetzt da weg. Kann ich nicht. Hanfpapier. Kenne ich mich noch gar nicht so beschäftigt. Krankenpflanzen wollen wir sehr viel haben. Ja. Also vieles davon haben wir auch schon selber gemacht. Wie zum Beispiel diese Öllampen oder halt im Folgefall Metallschmuck, Metallwerkzeuge und sowas. Wobei sie eher auf diese filigranen Sachen steht mittlerweile von Schmieden. Alkohol vielleicht selber brauen, Palinka, also ein Obstschnaps, veganen Met. Vielleicht mit dem Thema freie Energie beschäftigen, aber es ist momentan nicht so der Hauptfokus. Trainingsgeräte vielleicht selber machen aus Holz und Stein, einfach Baumstämme irgendwie stemmen. Und Steine stemmen, das finde ich so viel geiler, auch weil es natürlich ist, diese Affenbewegung, die macht ja tausendmal mehr Spaß, als irgendwelche Hanteln zu bewegen. Ja. Das war's erstmal. Ciao.